Schnellnachrichten. Die ersten Schritte nach der Regierungssitzung in Griechenland sind beschlossen. Die griechische Staatsbürgerschaft für alle Kinder von Migrantinnen und Migranten, die in Griechenland geboren sind, wird hiermit offiziell verkündet. Die Privatisierung in Griechenland von Unternehmen, die gewinnbringend sind, werden mit sofortiger Wirkung gestoppt. Zum Beispiel die des griechischen Stromversorgers DEH. Privatisierung des Preois-Hafens ist mit sofortiger Wirkung gestoppt von Griechenland. Alle Entlassungen aus den öffentlichen Diensten in Griechenland werden mit sofortiger Wirkung rückgängig gemacht. Zum Beispiel bei Putzfrauen, Schulwächterinnen und Lehrerinnen und Lehrern. Das staatliche Fernsehnetzwerk EAT soll aufgemacht werden. Entwaffnung der Polizei bei Demonstrationen und Fußballspielen. Es folgen weitere Nachrichten über Griechenland. Heraufsetzung des Mindestlohns auf die Höhe von 751 Euro, so hoch wie er vor der Krise war. Vor der Krise war er auf rund 400 Euro abgesenkt worden. Gefängnisse dritten Grades werden abgeschafft. Das sind staatliche Gefängnisse, wo unmenschlich gehandelt wird. Dort sind meistens terroristische Schwerverbrecher inhaftiert. Diese werden ab sofort abgeschafft. In Griechenland. Priorität des Gesundheitsministeriums. In Griechenland Unversicherte und die Bereitstellung von kostengünstiger Medizin sofort. Die Maßnahmen werden bald eingeleitet. Abschaffung des 5-Euro-Beitrags in Krankenhäuser und des 1-Euro-Zuschlages für Rezepte für alle, die in Griechenland zum Arzt gehen oder rezeptpflichtige Arzneimittel brauchen. Wiedereinführung der 13. Monatsrente. Dies waren die Blitznachrichten von mir, Mike Blackbird, oder auch Michael Riesch, Ihr zuversichtlicher und schneller Nachrichtensender, wenn es um wichtige Daten geht.